Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. So schön, dass ich Sie begrüßen darf. Hier ist Gerhard Pellegrini am Mikrofon und ich mache jetzt wieder das, was ich am liebsten mache, nämlich nette Gäste begrüßen und spannende Themen verzapfen übers Radio. Natürlich ist auch die gute Musik im Gepäck mit dabei. Heute dabei im Sendestudio live bei mir zum einen hier Henning Leschhorn. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag. Welcome to the show. Thank you. Ja, super. Und dann haben wir hier, die Technik macht es möglich, über weite Distanzen auch noch dazu geschaltet, über Zoom, über die Videokonferenz Frank Winkler. Hallo Frank. Hallo, grüße dich Gerhard. Super, alle Mikrofone passen und wir machen jetzt gemeinsam eine interessante Show, nämlich zum Thema Frequenztropfen für Wohlbefinden. Also wir sind hier in einem Gesundheitsthema unterwegs und ja, Henning hat mich vor einiger Zeit kontaktiert und gesagt, hey Gerhard, ich muss dir das einmal zeigen, Frequenztropfen. Und ich sage noch, naja, ich bin Nachrichtentechniker, mit Frequenzen kenne ich mich aus, aber Frequenztropfen habe ich noch nicht gehört. Ja. Jetzt sag kurz du, Henning, warum bringst du dieses Thema heute mit auf Sendung? Warum ist das interessant für uns und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, ich bin mal wieder geführt worden, so wie in meinem Leben in den letzten paar Jahren immer wieder geschehen, komme aus ganz anderen Branchen, aber ich bin über meine Frau wieder geführt worden und zwar hat sie einen Filmausschnitt gesehen, in dem gezeigt wurde, wie ein ganz schwacher, gebrechlich wirkender Mann Oraltropfen bekommen hat oder eine Flüssigkeit bekommen hat. So mit der Pipette eingeführt? Mit der Pipette eingeführt, genau. Man hat dann gesehen, wie seine Schritte auf einmal fester, stabiler, sicherer geworden sind und er konnte plötzlich sich viel anders und sicher bewegen. Wir haben mittlerweile herausgefunden, das war ein Parkinson-Patient. Das heißt also, diese Tropfen haben ihm auf alle Fälle schon mal geholfen und so sind wir drauf gekommen und meine Frau hat recherchiert. Wir sind dann auf den Frank gekommen, der uns heute zugeschaltet ist, der vor längerer Zeit schon mit dem Thema begonnen hat und der uns hier fachlich sehr, sehr viele Informationen geben wird im Rahmen dieser Sendung. Also das war ein Parkinson-Erkrankter, der innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich wieder neuronal sozusagen auf Vordermann gekommen ist und plötzlich seine Muskeln wieder besser koordinieren konnte. Man hat die Wirkung sofort sehen können. Sofort. Okay, und ihr habt dann recherchiert, also das Video, das ist kein Fake, das ist, da ist wirklich was dahinter. Und genau, und dann seid ihr zum Frank gekommen und darum ist er heute mit dabei, weil er sich auch inhaltlich sehr gut damit auskennt, warum das so etwas bewirken kann. Ich hoffe, du wirst uns das heute sehr gut erklären. Vielleicht, Frank, sag uns du auch jetzt einmal, wo bist du zu Hause? Woher haben wir jetzt hier jetzt diese Verbindung geschaffen und wie bist du zu dem Thema Frequenztropfen gekommen? Genau, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Frank Winkler, ich bin geboren in Stockach am Westende des Bodensees. Dort in der Region Stockach, da lebe ich jetzt auch, Landkreis Konstanz, wie gesagt, Westende des Bodensees. Ich habe als 10-Jähriger einen sehr schweren Verkehrsunfall gehabt, habe seither im Prinzip ein Gehhandicap, ich nenne es mal so, eine Schwerbehinderung. Und deswegen bin ich natürlich schon seit langem auf der Suche nach, sagen wir mal, nach Hilfen, nach Hilfestellungen und bin jetzt seit 11 Jahren eben aufgrund dieser ureigenen Betroffenheit im Gesundheitsfach gelandet, habe ein Regenerations- und Präventionskurkonzept entwickelt. Das rennt jetzt schon seit 11 Jahren. Wir haben schon über 30.000 Menschen durch diese unsere Kur hindurch begleitet und die Frequenztherapie war schon immer Bestandteil. Wir arbeiten mit Frequenzkügelchen. So, und wie bin ich dazu gekommen? Das ist ganz einfach, so ähnlich wie bei dem Henning und auch bei der Gabriella war es halt auch bei mir eine Empfehlung. Da war eine Frau, die war wie von der Tarantel gestochen, so war die begeistert. Und ich habe dann an dem Begriff Frequenztropfen hängen bleiben, dann die Bitte formuliert, sie möge doch bitte den Kontakt zum Chef herstellen. Das ist dann passiert und dann kam der vor genau einem Jahr und wenigen Tagen und hat mir diese Tropfen hier live bei uns
zu Hause präsentiert. Und das, was ich dort erlebte, das war halt absolut der Hammer. War das ja, auch so ähnlich wie im Video, oder? Ja, das war halt auch dieser sogenannte Soforteffekt. Ich würde den gerne nachher auch erklären, damit die Hörer nicht denken, wir stehen unter Drogen. Weil der Effekt ist kein biochemischer, wie man es kennt, wenn man was einnimmt. Denn wartet man ja logischerweise lange Zeit, bis sich da was tut. Warum? Weil die Biochemie, die ist zäh, die braucht Zeit. Die Physik hingegen, das haben wir in der Schule gelernt, in der Physik, in der Physik wird geschaltet. Ja, man denke an das Licht. Ja, ich schalte das Licht ein, dann muss ich keine 30 Minuten warten, bis das Licht brennt. Es brennt sofort. Und das ist ein biophysikalisches Phänomen. Deswegen geht es so schnell. Das habe ich eben damals bei dieser Live-Präsentation zu Hause bei uns halt sofort gemerkt. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe sowas in 100.000 Jahren nicht geglaubt, dass es sowas geben könnte. Ja, und um jetzt die Brücke zu schlagen zu Henning und zu Gabriela, ich habe ja bei Ihnen zu Hause vor wenigen Wochen dann eine Präsentation gemacht, da waren gefühlt 25 bis 30 Leute und da kann ja der Henning nochmal erzählen, was da abging. Das werden wir auch dann machen. Hier kommt schon der erste Song in unserer wunderbaren Talk and Music Show. Wir werden gleich einmal deinen Wunsch, Frank, spielen. Und zwar passt ja natürlich perfekt zum Thema The Beach Boys. Willst du den Song ansagen? Ja, sehr gerne. Also ich hab mir gewünscht, weil wir können natürlich in der jetzigen weltpolitischen Lage eines auf jeden Fall gut gebrauchen. Das sind Good Vibrations von den Beach Boys. Beach Boys hier auf Radio Soul, passenderweise, es geht um Good Vibrations, meine Damen und Herren. Heute untersuchen wir die Frequenztropfen. Wir wollen wissen, was das ist, was dahinter steckt. Und wir haben gerade von Frank erfahren, dass er selbst unglaubliche Ergebnisse hatte. Du hattest eine Gehbehinderung. Und was hat es bei dir bewirkt? Was war da genau? Ja, genau. Also ich habe eine Schwerbehinderung nach eben dem Unfall 1976, ist schon sehr lange her, also fast 50 Jahre jetzt, bedeutet Gehbeeinträchtigung, Fußhebeschwäche, also so eine Teillähmung. Und als ich eben diese Frequenztropfen damals testen durfte, hat der Chef mit mir erstmal so eine Art Power-Test gemacht. Das war absolut abgefahren. Also ich habe gedacht, ich bin im falschen Film oder mir fliegt das Blech weg. Also mir fehlten den ganzen Tag die Worte. Und ja, was dann ist passiert? Hast du plötzlich wieder Kraft im Bein gehabt? Ja, oder ja, genau. Also erstmal ist dieser Test ein seitlicher Power-Test, ein Balance-Test. Also man ist vorher wackelig. Das könnte ich euch jetzt auch beweisen, wenn ich im Studio wäre. Man ist quasi depolarisiert. Dadurch ist man wackelig, entkräftet, gedrosselt in der Leistung und weiß das gar nicht. Es war mir nicht bewusst. Und durch diesen Test wird es einem bewusst. Und jetzt im Alltag, deine Frage sieht ja auf den Alltag ab. Ja klar, der Chef hat mir dann natürlich auch die Treppe hoch und runter geschickt und ich habe halt sofort gemerkt, wie durch diesen Auftrieb, durch dieses Mehr an Lebensenergie und mehr an Kraft, ich viel sicherer die Treppe hoch und vor allem aber auch runter gehen konnte. Da habe ich das sofort gemerkt. Und im zweiten und im dritten Step, und das kann Gabriela und Henning dann bestätigen, da kommen dann, wenn man ein paar Tage Geduld mitbringt, kommen dann neben der reinen, schieren Kraft dann halt auch Konzentration, Gelassenheit, innere Ruhe, tiefer Schlaf. Also nennen wir es mal Aspekte der Lebensqualität mit dazu. Okay. Sagst du uns auch noch, Henning, ein paar Beispiele, weil ja, ihr habt natürlich. Sie gerade gesagt, ihr habt euch da getroffen. Man kann sich sogar regelmäßig treffen und das austesten, weil da werden sich einiges neugierig sein. Genau. Also zum einen, lieber Frank, wir haben natürlich bei dem Gerhard heute den Test gemacht. Und er ist sehr positiv gewesen, weil er muss sich ja davon überzeugt sein, sonst kann er die Sendung gar nicht moderieren. Das ist das eine. Aber die positiven Eigenschaften können wir wirklich nur bestätigen. Also meine Frau und ich, wir nehmen getroffen jetzt 7 Wochen etwa. Ja. Ich grätsche da kurz rein, und zwar der Test, also das war eine Art kinesiologischer Test, oder? Ja, genau. Genau, man kann ja die Muskel,
den Tonus und die Funktionalität der Muskeln insofern dann testen, ob Energie durch den Körper fließt oder weniger oder mehr. Genau. Das merkt man sofort, natürlich die physischen Themen merkt man auch sofort, also wir haben ja alle so ein bisschen reiferes Alter und in der Früh tun die Knochen dann schon ein bisschen weh, also seitdem wir die Tropfen nehmen, tut uns nichts mehr weh, da steigen wir auf wie früher, so mit 18, kann ich wirklich bestätigen. Und wir haben einen erholsamen, tiefen Schlaf, das hat der Frank jetzt eben auch angesprochen. Und wenn man nachts wirklich mal raus muss, war es früher immer so, man konnte dann nicht mehr schlafen und lag dann so um 4 oder so wach. Das passiert jetzt heute nicht mehr. Und man ist also wirklich ruhiger und auch wirklich gelassener. Und ein super Beispiel habe ich, wir haben einen 15-jährigen Sohn und wir wissen ja selbst, wie die Kinder in der pubertären Phase sind, für beide Seiten nicht so ganz einfach. Und unser Sohn hat letztens zu meiner Frau gesagt, weißt du Mama, seitdem ich die Tropfen nehme, kann ich viel besser denken. Aha. Und das war eine so schöne Situation, die hat mir so viel Spaß gemacht, weil auch mein Sohn die positiven Ergebnisse sieht und wir geben natürlich die Tropfen dann speziell auch vor den Schularbeiten. Also jeden Tag, aber speziell vor den Schularbeiten. Und bis jetzt können wir nur Positives berichten. Aha, sehr spannend. Ja, das ist ja großartig. Vor allem, mir ist schon bekannt, dass wir ja Frequenzen, dass auch die Gehirnwellen ja auch Frequenzen sind und dass sich das aber so spontan dann auch auswirkt, da wird uns der Frank dann mehr Details dazu geben, wie das auch erklärbar ist. Und noch eine Frage, ihr habt es gesagt, ja, auch dein Sohn nimmt die Tropfen. Was heißt, ich nehme die Tropfen? Heißt das jetzt, ich mache einmal am Tag so die Pipette, Mund auf und rein und das war's? Oder wie ist das mit Tropfen? Ja, eigentlich war es das. Also wir machen das in der Früh, eine Pipette, manchmal auch eine halbe Pipette. Ja. Mhm. Und wenn wir der Meinung sind, wir brauchen abends noch ein bisschen mehr Kraft, dann nehmen wir nochmal eine halbe. Das reicht normalerweise aus. Ich glaube, dass der Körper sich auch hier selbst meldet und einfach auch sagt oder fragt, was er dann letzten Endes braucht. Mhm. Also einmal am Tag reicht normalerweise aus. Mehr schadet nicht, aber dann auch nur, wenn es der Körper wirklich fordert. Mhm. Deine erste Wunschplatte heute ist von Alanis Morissette. Ja. Und zwar Guardian. Warum hast du den Song ausgesucht? Ja, Guardian. Ich sehe diese Tropfen auch als Guardian, als Begleiter, als Beschützer. Und die Alanis Morissette hat ja diesen Song für ihren Sohn geschrieben, anlässlich seiner Geburt. Und ich glaube, das ist sehr schön. Das soll uns auch dann weiter Leben begleiten. Und wenn ein Kind einen solchen Song geschrieben bekommt, ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und so sehen wir den Song auch. Das war die Wunschplatte für den Henning. Super. Guardian, du hast ja gesagt, die Frequenztropfen sind für dich sowas wie ein Guardian, jetzt eine neue Dimension eigentlich in deinem Wohlbefinden. Ja. Erholsamerer Schlaf, es geht dir besser, gewisse Schmerzen sind weg und es geht dir viel besser. Wir wollen jetzt aber von Frank wissen, wie ist denn das möglich? Lieber Frank, erzähl uns bitte das Wirkungsprinzip der Frequenztropfen. Was mich auch interessieren würde, ist, wie denn auf diese Frequenztropfen, auf diese Frequenzen sogar aufgespielt wurden. Ich habe von dir ein Wort vorhin aufgeschnappt. Du hast gesagt, früher hast du mit Frequenzkügelchen gearbeitet. Kann ich mir darunter vorstellen, so etwas, was mir bekannt ist, nämlich die Globuli, diese, wo man, da gibt es so Globuli, wo man Schüsslersalze oder andere Dinge hat und die sehr, also gesundheitlich sehr wirkungsvoll sind, weil in gewisser Frequenzen auf diese Zuckerkügelchen aufgespielt worden sind. Ist das ein ähnliches Prinzip oder wie darf ich mir das vorstellen? Na gut, in der sogenannten Homöopathie läuft es ja schon ein bisschen anders. Da kommt ja die Frequenz schon im Ursprung aus dem Stofflichen. Hier ist es so, dass mit einer, ich nenne es mal Frequentierungstechnologie, wird eine Ausgleichsfrequenz von um die 65 Hertz, begründe ich nachher noch, wird auf eine Trägersubstanz, in diesem Fall ein Holundersirup, aufgeschwungen. So der Prozess, bis das dann aber sozusagen zu diesem Resultat kam, bedurfte einer 9-jährigen Entwicklungszeit. Das heißt, die haben da 9 Jahre dran rumgeforscht. Ist also nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt, wenn man zum Heilpraktiker geht und der quasi so ein Globuli auf eine Radionikanlage stellt und da mal eine Frequenz drauf spielt. Das ist also hier schon eine ganz andere Nummer. Okay. Und dieser Frequentierungsvorgang, der geht auch 160 Stunden.
Okay. Übrigens, jetzt bin ich nicht mehr überrascht, das hat sehr gut geschmeckt, das weiß ich, was es war. Die Basis ist ein Holundersirup. Ja, genau. Man will ja auch immer wissen, was ist denn da drinnen, was nehme ich da zu mir? Genau. Was ist denn da noch drinnen? Jetzt wäre es, ja, sonst sind es noch zwei B-Vitamine, die spielen, aber ich sage jetzt mal für das, was dabei rauskommt, eine untergeordnete Rolle, um nicht zu sagen, eigentlich gar keine. Aber das wichtig ist, dass wir... Keine Adjutantien. So ist es. Wichtig ist, dass wir realisieren, dass diese Ausgleichsfrequenz von 65 Hertz, die bringt so viel Ruhe in unsere Zellkommunikation und überhaupt in unseren Zellverbund, der ja, und jetzt komme ich im Prinzip eigentlich ein bisschen so auf den ernsteren Hintergrund, der ja durch diese Hochfrequenzen und auch die extra tiefen Frequenzen, es gibt ja auch Extreme Low Frequencies, man spricht von 11 Wellen, unsere Zellen, die in einem Korridor eigentlich schwingen von ca. 65 Hertz. Das ist der angestammte Bereich. Und diese Ausgleichsfrequenz, die bringt mit einer brachialen Wucht offenkundig diese Zellen wieder in eine Ruhe, die zuvor, die Zellen, wohl zwischen 30 bis 140 Hertz hin und her geschubst werden. Und das begründet dann auch natürlich eine innere Unruhe, eine Wackeligkeit. Man schläft schlechter. Das macht total Sinn und man ist auch dadurch natürlich auch entkräftet. Und das ist das, was man bei diesem Test, den ich bei Henning und Gabriela zu Hause präsentiert habe, also da war Live-Testing angesagt, live ist live, und da haben halt im Prinzip alle Anwesenden, wir waren ja quasi dort in der Nähe von Wien, bei Henning und Gabriela zu Hause, die haben das alle gesehen und gespürt, es ist sehr eindrücklich. Du wolltest sicher noch ein Beispiel bringen, oder was da passiert ist? Ja, wir hatten zum Beispiel, wir haben eine gute Freundin, die ist Grafikerin, die hat letztes Jahr enorme Probleme gehabt. Und sie konnte zum Beispiel ihren linken Arm nur bis zur Schulter heben. Mhm. Und sie hat die Tropfen genommen und ging ein paar Schritte auf und ab. Und wir haben dann den Test wiederholt. Und sie hat den Arm bis nach oben gehoben und sagte, ich habe keine Schmerzen mehr. Oh. Und die Frau hat wirklich gelitten. Und wenn eine Grafikerin nicht richtig am Bildschirm auch arbeiten kann, ständig Schmerzen hat, das geht natürlich jedem so, ist das natürlich schon für sie eine Riesenerleichterung gewesen. Und wir haben jeden getestet, also jeder, der es wollte, wurde getestet. In dem Fall waren es wirklich alle und alle sind so positiv nach Hause gegangen und machen mittlerweile auch regen Gebrauch von diesen Tropfen und sagen, sie fühlen sich wohl. Ich zauber gerne unseren Hörerinnen und Hörern ein Bild auch in den Kopf, und zwar jeder kennt ja den Lautsprecher. Wenn ich einen kleinen Lautsprecher habe, dann resonieren höhere Töne besser, und wenn ich eine große Membran habe, dann tiefere Töne. Und so gibt es auch eben für unsere Zellen eine gewisse Frequenz, wo sie besser resonieren können. Es gibt also Frequenzen, die biokompatibel sind, so wie wir bei Radio Soul zum Beispiel haben unsere gesamte Musik auf 432 Hertz konvertiert, also es ist ein biokompatibler Träger, und also eine Kammerton A also Verbesserung, und es gibt andere Frequenzen, die nicht biokompatibel sind. Und die meisten elektromagnetischen Strahlungen, die uns umgeben, die sind halt nicht kompatibel, vor allem die digitalen. Ne? Ja. Und ich glaube, Frank, da könntest du noch was dazu sagen, auch wie das mit den Frequenzen ist. Ja, da halt einfach mal ein bisschen ein Bild. Also wenn man sich im Prinzip eine natürliche, eine lebendige, also aus der Naturfrequenz vorstellt, die Schumann-Frequenz oder Biophotonen oder kosmische Hintergrundstrahlung, das sind naturkonforme Frequenzen. Du hast es biokompatibel genannt, und ja, die technische Frequenzwelt, diese digitale Welt, die zaubert uns harte, kantige, hochgetaktete, hochgepulste Frequenzen, die in der, nenn's mal, in der Schädlichkeit auch Aspekte mitbringen, die kann man im Prinzip ein bisschen vergleichen mit einem Ultraschalleffekt. Der Ultraschalleffekt ist schön, wenn man die Zähne putzt und die sind blank sauber, oder man eine Goldkette in ein Ultraschallbad legt. Wenn aber die Myelinschicht, also sprich die Nervenschutzschicht, durch diese Ultraschall
ähnlichen Effekte dann halt Schaden nimmt, dann wird es problematisch. Deswegen, ich bin ein Technikliebhaber und Fan, ich bin kein Mitglied der Grünen Partei. Ich bin einfach einer, der versucht, ohne Schaum vor dem Mund die Menschen objektiv aufzuklären, dass es eben als Schattenseite der Moderne halt auch diese Effekte gibt und die muss man kennen. Und einer noch davon ist halt auch diese Drosselung. Das hat was zu tun mit einer Depolarisation und die führt halt auch zu Sauerstoffmängeln. Und das beheben offenkundig diese Tropfen ad hoc. Das heißt, durch einen physikalischen Effekt wird diese Sauerstoffdrosselung aufgehoben. Unsere Zellen bekommen wieder den Sauerstoff. Die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, produzieren ATP. Das ist diese, ich nenne es jetzt einfach mal vereinfacht, Lebensenergie. Und das ist der Effekt, den man sofort wahrnimmt. Und das ist auch das, was den Henning und die Gabriela so begeistert hat in diesem Video. Das ist das, was sofort passiert. Alle anderen Effekte wie tiefer Schlaf und Konzentration, da darf man den Tropfen schon auch ein paar Tage Zeit geben, bis sich die dann, sagen wir mal, einpegeln. Damit das auch bleibt, ja, bleibt das dann, dieser Effekt, oder kann man das dann wieder absetzen? Da kann ich was zu sagen. Ich habe gerade vorgestern einen Erfahrungsbericht mit einer 72-jährigen Rosemarie aufgezeichnet. Die war wirklich, ich sage jetzt mal eher, nicht in der Körperstruktur erkrankt, sondern die hatte ein echtes Lebensenergieproblem, also eine richtige Krise. Also das war sogar schon so weit, dass der Lebenspartner, der sonst cool ist, der wollte schon den Sanitätswagen holen. Und dann kam es durch eine glückliche Fügung zu einem Kontakt zu einer Freundin, die gerade diese Tropfe gekriegt hat. Und die ist dann quasi als Helferin dahin, als Guardian, wenn man so will, und hat ihr eine Pipette gegeben. Und ob man es glaubt oder nicht, der Fall ist perfekt dokumentiert, die ist dann tatsächlich binnen, ich sage jetzt mal halb Tagesfrist, aus diesem Lebensenergieloch quasi wieder entschwunden. Und die ist heute so agil, das ist ja quasi in einem Video sehr schön ersichtlich. Das sieht man ja, man spürt ja die Agilität dieser 72-Jährigen, die ist heute so quirlig, die sagt, sie rennt heute ihrer Tochter davon, wo die Tochter sie noch vor 4 Monaten stützen musste. Mhm. Also der Effekt, wenn man die Pipette nimmt, der hält bis zu 3 Tage an, allerdings abflachend, das muss man wissen. Deswegen ist es manchmal schon gut, so wie Henning das gesagt hat, manchmal nimmt man schon auch besser eine zweite Pipette am Abend noch. Kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man gefordert ist. Und wie groß auch die Einstrahlung ist, ne? Also die wir permanent auch haben. Also Strahlung ist da, wenn ich da was zu sagen darf, wir waren vor einigen Wochen auf der 3D-Druckmesse in Frankfurt. Eine riesengroße Messe mit vielen tausend Menschen und man kennt das ja, wenn man auf der Messe ist, wird man bestrahlt ohne Ende mit WLAN, in diesem Fall auch noch mit massiver Technik, denn die Geräte sollen ja wurden vorgeführt, tausende von Menschen, und wenn man dann so 14, 15 Stunden auf den Beinen ist, und das Schlimme ist ja, man läuft nicht permanent, man steht, man läuft und man hat kaum Möglichkeit zum Sitzen, die Messeluft ist auch nicht so besonders gut, also die Einwirkungen, die sind von der Psyche und auch von der Physis sehr, sehr, sehr streng. Und in solchen Fällen haben wir früher immer abends Magnesium gebraucht, in Tablettenform und in Ölform zum Einreiben. Und diesmal hatten wir nichts. Mhm. Also wir haben nichts gespürt. Wir hatten keinen Muskelkater, gar nichts, obwohl das ja auch für uns außergewöhnlich gewesen ist. Und ich habe die Tropfen meiner Schwester gegeben, die am Raum Frankfurt lebt. Und er sagt, also sie ist wirklich sportlich, aber eigentlich immer so Vorbehalt, aber was Neues, schauen wir mal. Und sie hat die Tropfen eingenommen und sagt, ganz ehrlich, seitdem wollen meine Beine nicht mehr ruhig werden. Also positiv. Positiv. Ja, nicht unruhig, sondern positiv. Also sie hat auch einfach mehr Ausdauer und mehr Power. Also Leben mit mehr Wohlbefinden, wenn wir das einmal Absolut. Einen Level höher schrauben könnten, das wäre doch was. Und Absolut. ich würden dann singen, so soll es bleiben, oder? Der nächste Wunsch. So soll es bleiben. Ja, soll es bleiben, und wenn es da ist, werden wir feiern, so wie es im Lied auch heißt. Genau, nach dem Song machen wir noch einen Einstieg, aber jetzt kommt Ich und Ich hier auf Radio So. Und The Greatest Show heute heißt Frequenztropfen für Wohlbefinden.
Wir haben schon einiges jetzt darüber erfahren. Jetzt die Frage, wenn ich, wir haben gesagt, es wird sozusagen ein neues Level angestoßen in unserer Gesundheit, in unserem Wohlbefinden. Ich möchte gerne einen Vergleich machen mit einem Energy Drink. Wenn ich gerade am Boden bin oder wenig Power habe, dann trinke ich einen Energy Drink und dann geht es mir kurzfristig gut. Wie ist das im Verhältnis dazu mit den Frequenztropfen? Naja gut, also diese Frequenztropfen, die sind ja nötig. Vielleicht kann ich das mal erklären, was eigentlich der Hintergrund ist, warum es uns vorher eher schlechter geht, warum wir wackelig sind, warum wir unkonzentriert sind, warum wir abrutschen in psychische Leiden. Ja, wir sollten uns vielleicht auch mal, wie gesagt, damit ganz kurz befassen, weil wir haben ja seit der Etablierung von WLAN ich kenne jetzt nur die deutschen Zahlen, aber Fehltage aufgrund psychischer Leiden, also wo die Krankenkassen Krankengeld bezahlen mussten, um 300-400% gestiegen. 300-400%. Und wir reden von 2006 an. Ja, das heißt also, in dieser ganz kurzen Zeit, seitdem WLAN etabliert wurde, ist dieses passiert. Wird nicht kolportiert, wird nicht in Verbindung gebracht, ich aber schon. Parkinson, seitdem man den Mobilfunk etabliert hat, seit den 90er Jahren, seit 1990, Vervierfachung. Also wo kommt's her? Da sollte man sich mal Gedanken machen. Ich habe noch zwei, drei Sachen, die sind ganz wichtig und vor allem auch reproduzierbar. Es gibt ein Schulprojekt in Schweden, haben 5 Schülerinnen, die haben eine Gartenkresse ausgesät und haben quasi den einen Topf, den haben sie zu 2 WLAN-Routern gestellt und den anderen Topf, den haben sie im Prinzip fern davon aufgestellt. Der eine ist gewachsen, der andere gar nicht. Und das bezeugt, dass letzten Endes diese Beeinflussung durch diese Frequenzen, durch diese technischen Frequenzen, die ja unnatürlich sind, die sind disharmonisch, die unterbinden Lebendigkeit. Also da wächst nichts. Und das kann jeder Zuhörer ja reproduzieren. Und in Deutschland gibt es auch eine Ärztin, die heißt Frau Cornelia Waldmann-Selsam. Die hat also, die ist bekannt geworden durch Fotografien von Bäumen, die in unmittelbarer Nähe von Mobilfunkanlagen sind. Und die sind halt bei der zum Mobilfunkturm zugewandten Seite entlaubt. Und die hat das auch veröffentlicht in medizinischen Datenbanken. Also das ist anerkannt. So, ich hatte 4 Imker jetzt in ganz kurzer Zeit hintereinander getroffen, die mir alle unabhängig voneinander bestätigten, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt, aus das Bienenvolk ist zu nahe an einer Mobilfunkeinrichtung und entweder reduziertem Ertrag oder sogar ganz krass, wenn es 5G-Technologie ist und die sind zu nah dran, dann finden die Bienenvölker nicht mehr zurück, die verenden irgendwo, das ist sehr traurig und das ist auch dokumentiert in einer aktuellen Doku, die da heißt Das digitale Dilemma. Okay, und wie gesagt, es hat dann keine Nebenwirkungen oder dass ich dann meine, weil ich jetzt mehr Power habe, dass ich mich dann zu sehr auspowere, so wie wenn ich einen Energy Drink nehme. Es ist halt so, dass ich wieder zurückkomme, ich komme wieder zurück ins Normal. Also die Tropfen tun nicht durch irgendeine Substanz, da ist ja gar, grob gesagt gar keine drin, das ist eine Frequenz, die nur uns die negativen Folgen dieser, ich nenne es jetzt mal E-Smog, Bestrahlung nimmt, die man ja, die Folge nennt man eine Depolarisation und die schwächt uns kolossal und diese Tropfen machen das halt auf Zeit weg. Auf Zeit deswegen, weil wenn der Tropfeffekt ausläuft, dann habe ich ja wieder diese Strahlung. Wäre ich dann im Wald oder ich sage es jetzt mal sinngemäß irgendwo auf der Alm, wo keine Strahlung ist, bräuchte ich die Tropfen nicht. Das muss man einfach so sehen. Es ist quasi, wenn man so will, ein Produkt, welches gebraucht wird in der Moderne, also in unserer Zivilisation, in der wir uns ja zwingend quasi inzwischen in diesem WLAN-Nebel befinden, egal wo wir sind. Okay. Das ist die Realität. Ja, ich glaube, wir haben das jetzt wunderschön zusammengefasst und jetzt würden viele natürlich gerne wissen, wie komme ich denn da dazu, Henning, wie kann ich dir jetzt zum Beispiel so etwas testen oder beziehen?
Ja, also einmal nicht leichter als das. Mir fällt nur einfach eine Passage des Liedes ein. Alles passt perfekt zusammen. Mhm. Also ich, für mich ist so, es passt perfekt zusammen, dass wir zu diesem wunderbaren Produkt gekommen sind, dass wir uns kennen und über deinen Sender uns hier auch vorstellen dürfen, dass wir in Frank einen absoluten Experten getroffen haben und dass sich viele Menschen uns bereits angeschlossen haben. Aber natürlich, es dürfen immer mehr werden. Wir wollen immer mehr Menschen helfen. Wir wollen auch mehr Menschen helfen, sich hier aktiv als Tropfenbotschafter bei uns auch zu melden und einzutragen, denn dieses Produkt gehört einfach flächendeckend in den Markt hinein. Da wollte ich gerade fragen, warum zusammenschließen? Also gibt es sozusagen ein gemeinsames Vertriebsstrukturnetz sozusagen, das man aufbauen möchte? Man kann sich bei uns melden, man bekommt bei uns alle Informationen, wir machen die Tests, wir zeigen den Leuten, wie das funktioniert. Die Leute können sich bei uns über E-Mail melden. Wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist frequenztropfen-info@gmx.at. Mhm. Wir machen darüber hinaus auch laufend Veranstaltungen. Heute zum Beispiel 17 Uhr auf Schloss Kattelsdorf bei Wiener Neustadt findet auch ein Vortrag wieder statt. Wir haben schon viele Anmeldungen bekommen. Den Frank dürfen wir wieder zuschalten. Frank wird sich also heute auch noch bei uns melden und wird allen Anwesenden auch Informationen geben. Natürlich machen wir auch die Tests bei allen. Ja, das muss ich kurz reingrätschen, und zwar für alle Hörer, die jetzt diese Sendung in einer Aufzeichnung hören, wir wiederholen ja auch Sendungen auf Radio Soul oder man hört es auch oder schaut sich es auf YouTube an zum Beispiel, bitte kontrollieren Sie das Datum bzw. fragen Sie vorher nach, ist tatsächlich heute Abend etwas oder ist es ein anderer Tag, und deswegen noch einmal die E-Mail-Adresse, wo man den Henning gut erreichen kann, frequenztropfen-info@gmx.at, um sicher zu gehen, dass es wirklich auch heute ist. Gell? Ja, ja, es ist definitiv heute, 17 Uhr, das ist sehr kurzfristig, sehr spontan, aber die nächste Veranstaltung ist schon wie fix geplant am 30. Januar. Ebenfalls auf Schloss Kattelsdorf um 17 Uhr. Dort werden wir das Ganze wiederholen. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeiten, wenn sich Damen und Herren angesprochen fühlen, entweder als Kunden oder Vertriebspartner zu wirken, können Sie sich auch über diese E-Mail-Adresse melden. Wir können auch Zoom-Calls machen und wir kommen auch gerne, wenn es nicht allzu weit ist am anderen Ende von Österreich, kommen wir auch gerne dorthin, wenn jemand sagt, ich habe 10, 15 Leute, und machen dort Vorträge und zeigen das und testen das. Und wir dürfen den Frank auch immer wieder einsetzen. Er hat einfach die meiste Erfahrung, wenn es darum geht, Menschen wirklich zu überzeugen und Menschen zu helfen. Darum geht es letzten Endes. Und diese Community, die daraus entsteht, die wird auch maßgeblich sein für die neue Zeit, die ja vor der Tür steht, weil das ist definitiv auch ein Produkt für die neue Zeit. Und mittlerweile kann ich auch sagen, wird es eingesetzt von Physiotherapeuten, Humanenergetikern, sogar Ärzten, die auch wirklich begeistert sind, weil sie einfach hier auch wirklich ein ganz hervorragendes Produkt sehen, das einfach den Menschen helfen soll, sich wohler zu fühlen. Und darum geht es letzten Endes auch. Ja. Vielleicht auch von meiner Seite noch ein Wort zum Thema Vertrieb, weil das ist so auch ein Wirtschaften der neuen Zeit, dass man, wenn man eine gute Sache hat, dass man sie weitergibt und nicht einfach nur einen feuchten Händedruck bekommt, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich, finanziell beteiligt werden darf. Das finde ich eigentlich sehr schön. Da darf man sich noch ein bisschen öffnen für diese Ideen. Gerne, warum natürlich nicht? Das Geld ist genauso ein wichtiger Teil unserer Liquidität, unserer Lebensenergie, die fließen darf. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man auch in einer Community auch eine Art Vertriebsnetz aufbaut, wo Weiterempfehlungen auch auch etwas bringen. Ne? Genau, absolut. Das ist auch notwendig, denn wir haben ja ein Geldsystem und jeder möchte auch entsprechend entlohnt werden. Da gibt es hervorragende Modelle. Ich kann nochmal sagen, es ist ein Unternehmen, ein kleines, feines Unternehmen mit ehrlichen Menschen. Es hat ja alles begonnen im City Center Schwäbisch Gmünd. Ich habe dort gelebt. Und der Erfinder hat im Grunde genommen genauso Feldarbeit geleistet, indem er nämlich einen Stand aufgebaut hat und dort Menschen zu ihm gekommen sind, die wirklich Probleme hatten, Gebrechen hatten. Und er hat gesagt, ihr seid meine Sportler. Also ihr seid die Menschen, an denen ich das wirklich ausprobieren kann. Nebenbei, Sportler von Eintracht Frankfurt nehmen die Tropfen auch. Also nicht nur die sicherlich, ja. Das ist kein Doping. Nein, das ist kein Doping, auf keinen Fall. Nur ich will hier damit zeigen, dass es also der Leistungsförderung und zum Wohlbefinden dient. Ja. Aber die Menschen, die wirklich Probleme haben, Gebrechen haben,
das sind halt einfach die dankbarsten Testpersonen und die spüren sofort eine Linderung. Mhm. Und ich glaube, darauf kommt es an, da kann man die Menschen auch überzeugen. Mhm. Und die diese Testabende sozusagen, die habt ihr auch geplant, dass ihr die öfters macht? Vielleicht sogar einmal im Monat? Einmal im Monat. Genau. Also beginnend jetzt mit 30. Januar, heute und am 30. Januar. Das sind einmal die ersten zwei Termine. Genau, und dann einmal im Monat und das werden wir natürlich entsprechend noch ankündigen. Ja, und die sind im Schloss Katzelsdorf hier im südlichen Niederösterreich, ja, hier in der Gegend. Meine Damen und Herren, falls Sie sich das jetzt nicht gemerkt haben, dann auch gerne melden Sie sich bei Radio Sol, wir werden dann den Kontakt weitergeben. Ja. Und auch abschließend noch einmal die E-Mail-Adresse, die extra eingerichtet wurde für heute, für diese Sendung, auch frequenztropfen-info@gmx.at. Und noch eine Bitte, ja, die Damen und Herren, die sich bei uns melden, mögen bitte die Telefonnummer auch mit angeben, damit wir uns bei Rückfragen noch melden können. Okay, wunderbar. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Gibt es noch etwas von dir, Frank, oder von dir, Henning, wo man sagen, eine letzte oder eine abschließende Botschaft, ein Tipp? Dass ich unserem Gast vom Bodensee den Vortritt. Ich will halt nur nochmal mit diesem Aspekt, dass der Henning und die Gabriela sich trauen, diese Tropfe live performen zu lassen. Also man kann mit diesem Produkt eine Ansage tätigen, dass also Zivilisationsmenschen, die sich quasi in der Normalität bewegen, dass die alle depolarisiert sind, entkräftet, wackelig sind und dass man dann tatsächlich mit Ansage diesen Tropfentest immer mit positivem Ausgang praktiziert. Also live ist live und ich kenne kein zweites Produkt, bei dem sich irgendjemand getraut, diese Ansage zu tätigen. Meinetwegen, da sind 50 Leute im Raum und bei allen funktioniert es. Das heißt, das ist schon sehr überzeugend, denke ich. Und da sind halt alle aufgerufen, sich diesen Test zu stellen, um denn danach dann halt die Tropfen einmal zu nehmen und um zu sehen dann halt, was sich danach dann halt im positiven Sinne tut. Wenn du sagst, wir sind alle depolarisiert, dann meinst du das in Bezug auf die Zellmembranspannung, weil ja die normalerweise, eben sagst du selber auch gerne, also eine Minus-, eine negative Ladung hat. Ja. Genau, der Ladezustand der Zellmembran ist mit minus 70 Millivolt eben negativ. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns zum Beispiel erden sollten, um Negativionen aufzusaugen. Warum wir es als angenehm empfinden, wenn nach einem Gewitterregen und mit Blitzen und so weiter die Luft regelrecht negativ geladen ist. Oder wenn wir uns bei den Krimmler Wasserfällen aufhalten, weil die haben nämlich im Prinzip auch eine extreme Negativionisierung. Und da werden gehandicapte Menschen mit dem Rollstuhl hingefahren, weil sie dort regenerieren. Das heißt also, das sind ganz wichtige Aspekte. Und jetzt kommt es mit einem Satz gesagt, im Büro oder auch bei dir im Studio, ja, weil du halt auch viel Technik um dich herum hast, da bist du quasi konfrontiert mit Positivionen. Und diese Positivionen, die strömen in die Zelle ein und drehen die Polarität. Und diesen Dreh, diesen Wechsel der Polarität, diesen Polsprung, den nennt man Depolarisation. Über das Wort bin ich jetzt erst gestolpert. Das wird überhaupt nicht kolportiert, leider. Und das ist sozusagen der Grund für Degeneration und Neurodegeneration. Schön, dann haben wir es jetzt am Ende auch nochmal aus dieser Perspektive auf den Punkt gebracht. Es war sehr spannend, mit euch darüber zu sprechen. Wie gesagt, meine Damen und Herren, kommen Sie gerne auf uns zu. Und der letzte Song jetzt abschließend, den hast du dir, Henning, gewünscht. Nova, Shine Your Light on Me. Sag noch ein paar Worte dazu und dann verabschieden wir uns. Das ist der Lieblingssong, den wir mit dem Aufstieg in Verbindung bringen von meiner Frau und mir. Und wenn wir den Song hören, kriegen wir immer Gänsehaut, wie man in Österreich sagt. Ah, ja. Und so soll es auch wirklich sein. Und ich kann nur sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Es ist alles nachvollziehbar. Es ist etwas für die neue Zeit. Alles, was wir hier tun, ist für die neue Zeit. Es ist kein Fake, es ist real. Und ich hoffe, dass sich viele Menschen uns anschließen. Hm. Wunderschön. Dann werden wir das jetzt musikalisch unterstreichen, die Sendung. Diese Sendung ist somit ein Gesamtkunstwerk geworden. Gute Musik, gute Themen, aufbauende Themen und das über Radio Sol. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage Tschüss und Baba. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.